Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ja, unschwer zu erkennen, ich bin auf dem Sofa, Fanny und Luki sind auch da. Ich bin hier tatsächlich am Videoschneiden. Ein sehr hübsches Bild auf jeden Fall. Und ja, habe mit den Hunden noch ein bisschen auf dem Sofa gekuschelt und noch ein Nickerchen gemacht, nachdem ich heute Morgen um 5 aufgestanden und mit Loki Gassi gegangen bin. Und wir haben es jetzt 10 Uhr, genau 10 Uhr. Die Glocken läuten gerade. Und ja, geplant ist, dass ich so gegen 12 mit Loki auf den Hundeplatz fahre. Wir waren jetzt fast ein halbes Jahr nicht mehr auf dem Hundeplatz. Wir haben ja erstmal andere Probleme gehabt, um die wir uns gekümmert haben quasi. Das heißt, wir haben versucht, hier zu Hause Ruhe reinzukriegen auf den Spaziergängen. Und jetzt wollen wir das Ganze natürlich auf den Hundeplatz projizieren. Und dementsprechend ja, fahre ich da heute mal hin. Und schau mal, wenn gar keiner da ist, was Loki so davon hält. Ob wir es auf dem Platz schaffen, mal schauen. Oder ob wir nur halt am Grünstreifen bleiben oder auch nur im Auto. Das werden wir sehen. Wir machen uns da keinen Stress. Wir haben kein Ziel, sondern wollen einfach mal schauen, was so passiert. Und um 14:45 geht es mit der kleinen Maus da hinten zum Tierarzt. Dann um 17:30 auf den Hundeplatz mit ihr, wenn alles gut geht, wenn beim Tierarzt alles in Ordnung ist. Und ja, das ist so der Tagesablauf. Ich habe gestern noch alles fertig gestrichen. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch erzählt habe. Das heißt, da ist alles erledigt. Ich müsste noch ein bisschen im Garten werkeln. Habe aber heute definitiv keine Lust. Mal gucken, ob ich heute Nachmittag noch was mache. Essen bereite ich auch noch vor. Mal schauen, ob ich da Pfannkuchen oder irgendwas mache, was man aufwärmen kann. Kann ich das gleich noch fertig machen? Aber jetzt habe ich mir überlegt, den Vormittag verbringe ich hauptsächlich auf dem Sofa, denn ich habe ja auch Urlaub. Ich habe mir hier einen Tee gemacht, habe gerade gefrühstückt und ja, die Küche räume ich heute auf jeden Fall noch auf und mehr werde ich heute wahrscheinlich nicht machen. Genau, morgens sind wir ja mal recht früh unterwegs. Das heißt, mein Mann um 4:30 mit Fanny, ich um 5 mit Loki, damit wir uns nicht in die Quere kommen, jeder sich in Ruhe fertig machen kann. Und ich fahre mit Loki immer ins Feld, weil hier bei uns morgens sehr, sehr viele Hunde unterwegs sind. Und ja, das müssen wir uns definitiv nicht antun. Und ja, mal schauen, was später noch auf dem Hundeplatz ist. Wie weit ich euch da mitnehmen kann, werde ich mal sehen. Ich hoffe, dass ich die Kamera da aufstelle, dass es überhaupt irgendwas zu sehen gibt mit Loki. Mal gucken, ob wir überhaupt rauskommen aus dem Auto. Wir werden das sehen. Wetter geht so einigermaßen. Also es ist ja nicht blauer Himmel, es ist grau, aber so ein bisschen die Sonne schimmert durch. Das ist so der aktuelle Stand. Und ja, das erste Video geht heute online. Heute ist Mittwoch. Und dann mal schauen, wann ich die nächsten hochlade. Ja, mehr gibt es gerade nicht zu erzählen. Wir sehen uns später. Eine Sache ist mir doch noch aufgefallen. Und zwar muss ich da mal gerade gucken. Ja, wartet. So, und zwar muss ich da einmal in mein Arbeitszimmer gehen und einmal kurz was entfernen. Es kam nämlich tatsächlich ein Paket. So. Mal kurz die Adresse abändern und ich zeige euch mal was. Ich drehe euch mal um. Das ist der Rentier-Adventskalender, den ich gestern gekauft habe. Also meine Hand, könnt ihr euch vorstellen. Und das ist das Paket von der Breite, also schon ein bisschen breiter. Ihr seht hier schon Checker. Ich hatte euch ja gesagt, ich hatte da auch einen Adventskalender bestellt. Und jetzt schaut mal an, wie groß der ist. Also der ist wirklich riesig. Also nur mal daneben gehalten. Da passt der hier viermal rein. Der ist auf jeden Fall richtig, richtig groß. Und ja, mal gucken, wie ihr abstimmt, wann ihr euch den anschauen könnt. Ich war ein bisschen überrascht. Das ist bis jetzt, glaube ich, zumindest das größte Paket. Ich weiß ja noch nicht, wie groß er ist. Ich habe den jetzt noch nicht ausgepackt. Das werde ich auch tatsächlich vermutlich erst machen, wenn ich ihn tatsächlich auspacke. Also auch für mich bleibt da die Überraschung groß auf jeden Fall.
Haut. Good boy. So, es ist ziemlich windig. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich versuche mal ein bisschen lauter zu sprechen. Ich bin gerade im Feld unterwegs, nachdem ich jetzt mit Loki was gemacht habe. Ist Fanny jetzt auf ihrer Gassi-Runde vom Tierarzt. Die halten wir sehr kurz, Viertelstunde ungefähr. Tierarzt ist direkt dort oben, wo die Häuser sind. Das heißt, wir haben es nicht lang. Wir sind jetzt im Feld. Fanny ist da vorne. Und ja, mal schauen, was der Tierarzt gleich sagt. So, ein Update zu der kleinen Maus hier hinten. Ja, wir waren jetzt beim Tierarzt gewesen. Sieht nicht ganz so dolle aus. Sie hat auf jeden Fall einen abgebrochenen Zahn. Das ist vorne einer von den Schneidezähnen unten. Das habe ich mir schon gedacht. Muss aber auch wohl schon etwas älter sein. Habe ich tatsächlich nicht gesehen. Weiß ich auch nicht, wie es passiert ist. Ich gucke eigentlich regelmäßig die Zähne nach, aber das habe ich leider nichts gesehen. Ja, der muss auf jeden Fall gemacht werden. Also entweder bekommt sie da eine Füllung oder es muss gezogen werden. Das entscheidet sich nach dem Röntgen. Für das Röntgen muss die Narkose gelegt werden und dann im gleichen Zug wird dann halt der Zahn gemacht, je nachdem, wie das halt ausfällt beim Röntgen. Das heißt, sie muss einmal Narkose gelegt werden. Und tatsächlich auch noch zwei Backenzähne, also die großen Backenzähne. Die sind beidseitig. Ja, also ist die Kappe quasi ab. Wir konnten jetzt halt nicht erkennen, oder die Tierärztin konnte halt nicht sagen, ob das frakturiert ist, also gebrochen ist, oder ob es abgenutzt ist. Auch das sieht man halt erst im Röntgen. Und dann entscheidet sich beim Röntgen, wie groß die ganze Geschichte wird. Wenn wir Glück haben, wird es nur der Schneidezahn, der gemacht wird. Die Backenzähne können so bleiben. Es kann sein, dass der Schneidezahn gezogen werden muss. Der beeinträchtigt sie halt nicht. Es kann sein, dass die beiden Backenzähne eine Wurzelbehandlung bekommen. Das dauert wohl sehr lange bei den Zähnen, weil das so drei Wurzelstränge sind, die dieser Zahn hat. Also auf beiden Seiten. Es kann sein, dass halt nur einer gemacht wird. Im schlimmsten Fall müssen die gezogen werden. Das wäre halt nicht so gut, weil die wohl schon recht wichtig sind. Ja, das ist halt der Stand. Wir müssen vorher auf jeden Fall nochmal Blut abnehmen lassen. Sie ist jetzt sowieso dran mit ihrem jährlichen Check. Das heißt, das werden wir gleich in einer Sache tun. Den Termin haben wir am 1. November. Ist der Termin zumindest zur Blutabnahme und die Woche drauf ist dann der Termin zur OP, in dem dann halt während der Narkose halt festgestellt wird, wie schlimm es ist, was gemacht werden muss, wie teuer es wird und so weiter. Es wird auf jeden Fall nicht billig. Wir haben Gott sei Dank eine Versicherung für sie. Fliege. gehen davon aus, dass das auch übernommen wird. Wir haben ja sowohl eine Kranken- als auch eine OP-Versicherung. Im besten Fall übernimmt das die OP-Versicherung und sollte es eigentlich übernehmen, weil es eine OP ist. Werden wir dann schauen. Ich hoffe, dass die sich nicht so anstellen. Normalerweise hat das bisher alles immer sehr gut geklappt. Wir sind ja bei der Agila. Und ja, nicht so schön, muss aber gemacht werden. Gerade Zähne sind wichtig. Der Vorteil ist, unsere Tierarztpraxis ist spezialisiert auf Zähne. Das heißt, ich vertraue denen da komplett. Wenn die meinen, es muss gemacht werden, muss es gemacht werden. Wenn die sagen, der Zahn kann so bleiben, kann der Zahn so bleiben. Ich vertraue denen da wirklich. Also die haben uns damals auch schon bei Loki gut beraten. Der hatte ja mit 10 oder 11 Wochen den Milchzahn abgebrochen. Und da lag der Kanal halt auch offen. Und da musste der gezogen werden, weil es halt natürlich trotzdem ein Herd für Bakterien sein kann und gerade in dem jungen Alter ist das Immunsystem ja noch nicht so gut aufgebaut. Das war bisher unsere einzige Zahnsache, die gemacht werden musste. Und damals hatten wir dann, bei Loki fehlt auch ein Zahn noch. Das haben wir festgestellt, nachdem die Milchzähne raus waren, ist ein Zahn nicht wiedergekommen. Das haben wir röntgen lassen, als wir seine Hüfte haben röntgen lassen. Da haben wir gleich die Zähne mitgeröntgt
Und da war kein Zahn. Das waren die einzigen Zahngeschichten, die wir bisher hatten. Fanny wird im April 9, das heißt, sie ist jetzt 8,5. Ja, ist halt noch kein Alter. Zähne sehen sonst super aus, also kein Zahnstein dran, überhaupt nicht. Sind schön sauber. Aber man steckt halt nicht drinne. Sie ist ja recht grob im Umgang mit Loki. Sie kaut viel, man weiß halt nicht, wo ist es passiert. Vielleicht hat sich den Zahn, also gerade den Schneidezahn, irgendwo angebrochen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Backenzähne halt Abnutzung sind, weil sie ja schon sehr viel kaut. Sie benutzt, also sie hat ja kein Spielzeug irgendwie, dass es daherkommt, wenn dann ist es halt nur vom Kauen. Ich bin ja erst seit einem Jahr ungefähr auf die Wimsies umgestiegen. Die sind ja ein bisschen weicher und vorher hatte sie ja schon recht viel Knochen. Kann natürlich auch daran liegen. Ja, das ist so der Tierarztstand. Jetzt habe ich meinen Mann mal gefragt, ob er sich den Tag für den Tierarzt freinehmen kann. Dann ist das alles ein bisschen entspannter. Ich bin ja jetzt, also ich arbeite ja von hier zu Hause aus. Das heißt, an sich ist das kein Problem, dass sie danach auch super betreut wird. Ich habe ein Körbchen mittlerweile im Arbeitszimmer. Das heißt, sie kann sich danach dann bei mir schön hinlegen und ich kann sie beobachten, falls irgendwas ist. Ja, falls er keinen frei nimmt, muss ich dann halt nochmal mit meinem Chef sprechen, ob da irgendwie was möglich ist, dass ich nur den Nachmittag vielleicht arbeite. Die OP ist morgens um 8:30, wird ein paar Stunden dauern, je nachdem, was halt gemacht werden muss. Wenn es nicht so schlimm ist, lassen wir nochmal einen Ultraschall gleich mitmachen, auch das zur Vorsorge. Also wenn nicht so viel gemacht werden muss. Ja, aber das Ganze sehen wir halt erst am Tag der OP. Trifft ausnahmsweise mal Fanny. Meistens ist es ja Loki, der irgendwas hat. Ach ja, wir lassen das jetzt auf jeden Fall machen. Bleibt uns nichts anderes übrig. Also, ich weiß nicht, wenn mir der Tierarzt sagt, die Zähne müssen gemacht werden, gezogen werden, was auch immer, dann wird das gemacht. Gibt wohl genug Leute, die dann sagen: Ach nee, machen wir nicht. Man soll das wohl auch nach einem halben Jahr nochmal kontrollieren lassen, wenn da eine Füllung gesetzt wird. Machen wohl auch ganz viele Leute nicht. Ja, also weiß ich nicht. Wenn mein Tierarzt mir das sagt, ich vertraue dem da. Wir haben da schon einige Punkte gehabt, wo ich wirklich froh bin, dass wir einen vernünftigen Tierarzt gefunden haben. Und wie gesagt, Zahnspezialisten sind sie. Wir werden es sehen. Ich finde es nicht so toll. Narkose ist halt immer so eine Sache. Bis jetzt ist immer alles gut gegangen, man weiß es halt nicht. Aber ja, mit ein paar Zehen weniger kann sie leben. Das bekommen wir alles hin. Achso, und dann hatte sie ja noch diese Schwellung am Auge. Ich weiß nicht, hatte ich euch die schon gezeigt? Ich glaube nicht. Ich versuche euch da nochmal ein Bild einzublenden oder mal ein kurzes Video zu drehen. Sie hat hier unten am unteren Lid so eine kleine Schwellung. Das ist wohl ein verstopfter Tränenkanal. Wenn es nicht größer wird, würde sie da nichts machen. Man kann es halt ausdrücken. Es ist aber die Wahrscheinlichkeit, dass es wiederkommt. Auch das werden wir dann gegebenenfalls bei der OP einmal ausdrücken lassen. Und dann ist gut. Ich muss mich jetzt nochmal in die Küche stellen. Und was zu essen machen. Und dann geht es gleich auf den Hundeplatz. Ich war vorher mit Fanny schon eine kleine Runde. Das heißt, vom Hundeplatz gehe ich jetzt nicht nochmal. Sie kommt trotzdem heute mit. Wir machen auch etwas, was ihr Spaß macht. Sie kann sich jetzt noch ein bisschen ausruhen. Auf dem Platz ist sie dann sowieso nur so 7, 8 Minuten. Und danach kann sie sich von allen einmal durchknuddeln lassen. Das findet sie immer ganz schlimm. Und ja, das war dann der Tag für heute. Nicht viel gemacht, nicht viel geschafft. Aber Hunde sind auf jeden Fall beschäftigt worden heute, beide. Und ja, ich weiß nicht, ob ich euch noch weiter mitnehme. Wenn, dann folgt jetzt noch ein Video. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video.